Hey ho, liebe Moviepiloten, ich bin Tommaso und lasst uns doch einfach mal über all die schönen Dinge reden, die uns Filme im Laufe der Jahre so beigebracht haben. Von wegen, Filme sind unrealistisch. Wie wir alle wissen, stellen sie eine grenzenlose Quelle von realistischem, aber vor allem brauchbarem Alltagswissen dar und es gibt einfach nichts, was wir uns nicht von ihnen abgucken sollten. Und falls das jetzt einige von euch missverstehen, ja, das ist ironisch gemeint. Deswegen haben wir hier für euch 5 Dinge zusammengestellt, die wir aus Filmen gelernt haben. Viel Spaß! Ah! That's what exploded? Holy shit, that was crazy! Lüftungssysteme stellen immer das beste und sicherste Versteck dar. Niemand wird dich dort jemals erwarten oder suchen und auf diese Art und Weise kannst du dich problemlos durch das komplette Gebäude bewegen. Und natürlich hat jedes Gebäude ein solches Lüftungssystem. Wirklich jedes, ist ja klar. Aber Achtung, manchmal verstecken sich dort auch andere Dinge. Frauen tragen ausschließlich sexy Unterwäsche. Egal, ob sie gerade von ihrem Killer wegrennen, als Geisel gehalten werden oder einfach nur einen gemütlichen Tag daheim verbringen. Es werden immer heiße Dessous getragen. Bequeme Omi-Schlüpper, was soll das sein und vor allem warum? Ach ja, wenn man sich darüber lustig machen möchte oder etwas verdammt peinlich sein soll. Du bist in einem Kampf zahlenmäßig unterlegen. Dann werden deine Angreifer, wie es der Anstand verlangt, geduldig warten und dich selbstverständlich erst nacheinander einzeln angreifen, um sich dann der Reihe nach von dir ausschalten zu lassen. This is how it goes. You attack me one at a time and I knock you out with a single punch, okay? Go. Tja, ist ja auch klar, wenn alle Handlanger auf einmal dich, also den Helden, angreifen, hätten sie ja noch die Chance zu gewinnen. Du bist ein kriminelles Genie, dann kannst du den Guten nicht einfach erschießen, sondern musst ihn an deine diabolische Tötungsmaschine fesseln oder ihn optional in eine Schlangengrube werfen. Auf diesen Augenblick hast du zwar immer gewartet, aber trotzdem hast du keine Zeit abzuwarten, ob dein diabolischer Plan funktioniert oder nicht. Dein Opfer hat somit genügend Zeit, sich zu befreien und dir auch noch das Handwerk zu legen. Wie nett von dir. Nimmt ein hässliches Mädchen ihre Brille ab, bekommt einen neuen Haarschnitt und ändert ihren Klamottenstil, dann hat sie eine hundertprozentige Chance, die nächste Abschlussballkönigin zu werden. Ist so. Generell ist das Prinzip Makeover die erstrebenswerteste Lebensveränderung, die man sich als Frau nur wünschen kann. Ändere dein Äußeres und du kannst einfach alles erreichen. What's wrong? What's wrong? It's just... So different. Das hier war natürlich nur die Spitze des Eisberges, was die brauchbaren Lifehacks aus Filmen betrifft. Was habt ihr bereits aus Filmen lernen können und habt ihr davon tatsächlich schon mal was im Alltag angewendet? Und noch eine viel wichtigere Frage, wollt ihr noch mehr solcher Lifehacks hören? Schreibt uns das auf jeden Fall unten in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, dann würde es uns freuen, wenn ihr abonnieren würdet. Wir sehen uns das nächste Mal, bis dann!